Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. So, bevor jetzt überhaupt jemand spricht, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, wir sind jetzt bei Mission 5, der letzten Mission der ersten Kampagne. Ich bin gespannt, was heute passiert. Wir hatten ja letztes Mal Flugviecher, bedeutet, ich erwarte irgendwie, dass wir heute irgendwie vielleicht auch nochmal Wassertiere kriegen. Fände ich auf jeden Fall mega cool, weil das sind so die einzigen, die uns noch, glaube ich, aktuell fehlen. Und wo sie sozusagen noch keine wirkliche Einführung gemacht haben. Schauen wir uns doch mal noch schnell die Karte an, bevor sie losgeht. Scheint so, als ob wir den Teil hier hinten freischalten können, wenn wir hier vorne bestimmte Sachen erledigen. Dadurch können wir gut vorstellen, dass das hier locker ein Zweiteiler wird. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Aber jetzt lassen wir sie mal losreden. Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expedition. Hoppala. Kunstzentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Ein Expeditionszentrum? Wir fangen in der Ecke an, weil ich glaube, da werden wir am wenigsten, da werden wir den Einkaufs- oder den Startpunkt dann auch ansetzen. Das ist jetzt das Expeditionszentrum gewesen, wenn ich mich nicht irre, ne? Paläozytolische Anlage, die setzen wir jetzt richtig schön zusammen. Schauen wir mal, vielleicht können wir da so ein kleines Eck machen. Und eine Unterstützungsanlage. So hin. Ihr braucht einen Stromgenerator. Habe ich den jetzt hinten mir raus versaut? Scheint so. Ich kann den sicher so platzieren. Ah, schade, so. Dich sitzen wir so. Dann machen wir eine Straße hier vorne lang. Die sich hier anschließt. Perfekt. Dann haben wir quasi unsere Strähsal schon. Hä? Habe ich doch alles gemacht? Was ist jetzt los? Oder gab es hier eine Grundanlage irgendwo, die ich übersehen habe? Habe ich irgendwas übersehen? Karte? Hier war doch nichts gebaut, ne? Ah, der Ankunftsort fehlt. Okay, also den brauchen wir schon noch. Bei denen würde ich hinten hinsetzen. Und dem jetzt auch eine... Kann ich den nicht breiter machen? Das ist ein bisschen großer Weg. Ich kann nicht den Weg ändern. Kann das sein? Ich darf den nicht ändern. Ich hätte gern, dass wir hier so in den Park gehen. So. Dann führen wir dich hier so ran.
Dann muss ich da eventuell doch nochmal kurz die Ecke abreißen. Hier. Kann ich dann das Endstück da abreißen? Geht das oder ist das jetzt so? Wie sieht es mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Weg, weg, bin weg. Nee, denn dann nicht. Ja gut, dann fahren wir mal auf unsere Straße. Hier werden wir doch sicher irgendwo ein paar Tierchen finden. Fahren wir doch mal einfach hier lang. Da vorne sehe ich etwas. Es läuft auf zwei Beinen. Es könnte gefährlich sein. Nein, Kamera wechseln. Nee. Foto machen. Nicht so gefährlich, wie es ausschaut. Foto! Absenden. 1 von 8. Gut. Wir sind sicher noch andere unterwegs. Da unten ist der nächste. Du kannst mir sicher erzählen, dass du da nicht durchpasst. Och, come on! Lass gleich den kompletten Wald hier vor abreißen. Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist Gott, ist das wie ich klein. Atemberaubend. Zweites Foto. Lächeln. Hier haben wir ein sehr schönes Fotomotiv. Ups, Entschuldigung. Da vorne ist ein Triceratops. Da in der Ecke ist auch noch irgendetwas. Kann ich von Ihnen ein Foto machen? Super. Was? Was? Wen habe ich denn jetzt noch alles mit fotografiert? Ich will die Gruppe da fotografieren. Kann ich das? Es ist Fototag. Macht euch schön. Lächeln. Na, wiederholende Spezies. Aber wir haben immer 20.000 bekommen. So, dann schauen wir mal hier vorne. Da vorne scheint ja auch eine Gruppe zu sein. Hallo, ich brauche ein paar schöne Fotos. Wo ist der dritte von euch? Hier war noch ein dritter angeblich. So, jetzt haben wir noch 6 offen. Ihr seid nicht mehr verteilt, ne? Also muss ich jetzt noch hier vorne. Durchs Wasser, let's go. Also jetzt hier echt Geschwindigkeit verliert. Bei der Hälfte, wo ich schon durch bin. So. Wie fehlen? 2 fehlen noch.
Was ist er? Bisschen was Gefährlicheres. Cooles Bild. Wieso wiederholende Spezies? Den hatte ich doch noch gar nicht. Wenn du mitkommst, ich habe Futter hier unten. Eine ganze Gruppe. Nicht schlecht. So. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Gut. Bedeutet, wir bauen jetzt hier das erste Gehege hin. Ah, vielleicht designen wir erstmal, wo die Ausstattung hinkommt. Hier wäre cool und dann wird das Gehege. Okay, der Rest brauche ich nicht. Ich brauche nur den, der Teil, der an der Straße bleibt, rein theoretisch als erste. So. Okay. So, okay. Bedeutet, das ist das Gehege jetzt. Jetzt ist noch kein Straßenanschluss, das kriegen wir aber gleich hin. So. Und es braucht ein Tor. Am besten direkt hier hinten an der Ecke. Und weil es das einfach, weil wir es können, machen wir hier doch noch einen. Es lohnt sich aber eigentlich nicht, ne? Dann füllen wir wieder am liebsten hier die Straße einfach rum. So. Dass die dann hier vorne drauf trifft. Perfekt. Dann haben wir da rein theoretisch wieder zwei Gehege, die wir dann hier so einschließen können. Gut, dann müssen wir gucken, was wir fangen als erstes. Ihn hier. Könnte ich nochmal das Team schnell auswählen? Das wäre jetzt eine ganz große Hilfe. So, wo ist er denn? Aufgabe. Empfangteam Nummer 1. Muss manuell betäubt werden. Let's go. Dann muss ich bloß den See wiederfinden. Erhöhe die Aktivkostenbewertung in dem 2033, indem du gefährliche Fleischfresser fängst. Schau mal, der schläft noch. Ich habe nicht getroffen. Verarschen.
Wo ist denn der schon wieder? Oh, come on! Ich sehe ihn wieder nicht. Mann, wie beschissen kann man schießen? Da unten ist er. Hey, siehst du, ich kann den fangen. Hä? Ach so. Man sollte richtig lesen, Alter. Erstmal Wissenschaftler-Team, so schaut's aus. Und dafür brauche ich erst noch ein Wissenschaftler-Gebäude, ne? Kontrollzentrum. Da habe ich jetzt... Alter. Hoppala. Ich brauche erst noch ein Kontrollzentrum. So. Gottes Willen, das war dumm, dümmer am dümmsten. So, jetzt ist das dann gleich fertig. Alter, war das dumm. Jetzt aber Wissenschaftler kaufen. Neu hinzufügen. Du scheinst ganz gut zu sein. Dann warst du doch gar nicht schlecht. Und wenn wir auf die Expeditionskarte schauen, jetzt haben wir hier natürlich... Dilophosaurus. Gut, Leute, aber wir bauen jetzt hier noch ein Gehege hin. So. Kann ich doch bestimmt... Dekoration. Ist das eine Mission, aber scheiß drauf. Einfach weil ich es kann. Muss auch mal meine artistische Ader rauslassen. Die ist sonst eh immer im Nachzug. Moderne Leuchte.
Ja. Das schaut doch schon gar nicht schlecht aus. Weil dann können wir das nächste Gehege, das tun wir jetzt mal hier vordesignen. Man soll den nächsten Weg hier lang führen und dann so eine Art Rundweg hier hinten lang führen. Dann haben wir da noch Platz, um Sachen reinzubauen. Und währenddessen bauen wir mal ein großes Gehege. Wenn ich von groß spreche, meine ich groß. Hierhin, denn im Grunde wird das nur das Hauptgelände für das nächste große Gehege. Das wir dann hier hinsetzen. Man braucht jetzt wenigstens ein bisschen Ideenreichtum. So. Das können wir locker in drei teilen. Wenn ich von hier unten hochgehe. So. Und dann haben wir rein theoretisch hier schon überall für kleine Tiere auch Gehege. Ah, schau, wir haben die lebenden Diplosaurusse gefangen. Saurier transportieren und ich glaube, wir setzen den... Die kommen hier ran. Gut. Ich bin überlegen, ob ich da die Tore rausnehme. Dann hier einen Sichtpunkt, hier einen Sichtpunkt, hier einen Sichtpunkt hin mache. Die brauchen auf jeden Fall noch ein Wasser. Zustellung wurde abgeschlossen. Produktzustellung bestätigt. Das ist Terrarbeschränkung, was ist denn hier Terrarbeschränkung? Dann brauchen wir unser Ranger-Fahrzeug. Aufgabe hinzufügen und einmal bitte untersuchen. Die kriegen dann hier hinten einfach so einen Fluss entlang zum Beispiel. Die scheinen sich schon ihre Rangordnung auszumachen. Infiziertes Tier entdeckt. Ihr habt noch nicht mal den ganzen Bereich entdeckt. Zu wenig Wald. Aber auch zu wenig Freiraum. Leute, ihr müsst erstmal den Rest entdecken. Ihr habt noch voll viel Wald. Aber das können wir rein theoretisch beeinflussen. Indem wir die Nahrungsfläche relativ mittig machen. Das ist, die kriegen einfach hier eine Beutestation hin. Gefahr für Gäste. Warum Gefahr für Gäste? Wait, ist das... Wie haben die so schnell den Zaun deppert?
Nur weil wir keinen Treibstoff mehr haben, kann es sein. Aufhören. Goddammit, Aufgabe hinzufügen. Die anderen drei sind ja schon entkommen. Transportieren. Das gibt's ja gar nicht. Ja gar nicht. Sind die mir echt erstmal entflohen? Wie geht's dem hier? Bestand zu niedrig, Wald zu niedrig, Freiraum, Großbeute. Ah, die wollen. Die wollen echt Beute. Okay. Weil sie infiziert ist, kann ich sie nicht abreißen. Gut, dann brauche ich eine Krankenstation jetzt noch, oder? Nee, warte mal, dich habe ich rein theoretisch. Aufgabe hinzufügen. Medizinischer Check-up einmal bitte. Transport abgeschlossen. Bestätige Produktzustellung. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich jetzt ein Forschungszentrum, ne? Das ist ein Personalzentrum gewesen. Wissenschaftszentrum. Das muss dann wiederum hier vorne hin. Ursache Infektion. Und trotzdem eine Nahrungsquelle. Kann ich dich rein theoretisch drauf ansetzen? Futter desinfizieren? Forschung ansehen. Wir brauchen Tollwut. Soundeffekt. Die sind mir schon wieder durchgedreht. Das gibt's gar nicht. Das liegt wahrscheinlich mit der Tollwut zusammen. Tollwut. Fotografieren Sie eins auch. Oh Gott. Und sie sind schon wieder durchgebrochen. Direkt steuern. Lässt es sich nicht von selber fahren. Ich glaube, es hackt. Schon wieder kommen sie aus. Gut, Foto gemacht. Sich dich jetzt anheuern, Direktaufgabe.
Gott, es sind fast alle entkommen. Du solltest den Zaun reparieren, mein Freund. Forschung ansehen. Tollwut-Medikamenten freigeschaltet. Super. Dann auffüllen. Aufgabe hinzufügen. Meinetwegen gibst du dir noch Medikamente, bevor sie rauskommen. Beziehungsweise bevor sie wieder geheilt werden. Kannst du diesen Scheißzaun nochmal reparieren? Reparatur im Gange nicht möglich. Nimm dir den noch schnell vor, bevor du ausbüchst. Der fährt jetzt Stück für Stück alle ab, wie es ausschaut. So, wir scheinen noch zwei Infektionsfälle und einen nicht reparierten Zaun. Was soll denn das? Voll auffüllen. Wenn jetzt... Aufgabe nicht möglich. Du kannst mich doch wohl am Sack lecken. Du kannst mich doch ernsthaft am Sack lecken. Ich krieg das besser hin wie du. Reparatur im Gange nicht möglich. Wollen wir verarschen? Zu nah an... Gut, mehrfach Auswahl. Du und du. Auswahl festlegen. Sammle Produkt ein. Produkt muss eingesammelt werden. Wäre es möglich, den relativ schnell zu sammeln? Gut. Jetzt können wir nochmal vorspulen. Transportiere Produkt. Wahnsinn. Zeige ich nur 5 Helikopter oder was? So, Tollwut ist vorbei. Jetzt müsste doch alles in Ordnung sein, oder? Fehlender Wald, immer noch. Wald. Transport hat begonnen. Wie viel in der Wald? Wie viel Wald soll denn noch hier noch ran? Ist doch hier. Zustellung bestätigt. Ihr braucht Beute. Okay, die kriegt ihr jetzt. Dann reißen wir ihn hier ab. Zufrieden. Finde ich gut.
Zahlungsunfähigkeit. Du hältst Geld, indem du Gebäude abreißt. Okay. Warum sinkt mein Geld? Betriebskosten. Park geschlossen. Ja, okay, aber kann ich auch irgendwie Geld machen? Ah, Anlage öffnen, warte mal. Vielleicht bringt sich das was. Ich habe doch gar nicht so viel Ausgaben. Ja, jetzt hat... da war das Problem. Der Park war zu. Jetzt kriegen wir Kohle rein. Gut, Leute. Kurz vorm Ende der Bedrohung ist heute eine unserer längsten Folgen rum. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wo wir uns um weitere Exemplare für unseren Zoo kümmern werden. Und schauen werden, dass dieser Zoo weiter und besser besucht wird. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.